Dresden ist, glaube ich, unzweifelhaft eine Kulturstadt, zumindest bescheidigt uns das jeder mit wunderbaren historischen Kulturstätten, mit tollen Einrichtungen in der Stadt. Und auf der anderen Seite, Dresden ist Ausgangsort der Pegida-Demonstrationen gewesen, hat das Welterbe aberkannt bekommen und ich glaube, symbolisiert wie fast kaum eine andere Stadt die Zerrissenheit in unseren Gesellschaften heutzutage quer durch Europa. Deswegen glauben wir, Dresden muss sich für die Kulturhauptstadt Europas bewerben, weil wir Antworten generieren wollen, mit dieser Zerrissenheit umzugehen, gemeinsame Punkte zu finden. Wir haben es überschrieben mit dem Thema Neue Heimat Dresden 2025. Und in einer Welt, die von Globalisierung, von Digitalisierung, also wahnsinnig schnellen Veränderungen geprägt ist, auch den Ort der Gelassenheit, eben der Heimat, der Verortung zu finden. Mit diesen Fragen wollen wir uns auseinandersetzen und haben neben einem kuratierten, einen sehr, sehr starken partizipativen Teil in unsere Bewerbung eingearbeitet und freuen uns auf den Wettbewerb und wollen uns ganz engagiert in diesen Wettbewerb hineinbegeben. Sehr geehrte Damen und Herren, vorstellen muss ich mich, glaube ich, nicht mehr, zumindest nicht mit Namen, aber Sie sehen an meinem Outfit, ich habe eine Handwerksbäckerei in Dresden und leite in der 5. Generation den ältesten Familienbetrieb, gegründet 1825. Meine Familie wurde nach der Zerstörung Dresdens in München ansässig und kurz nach dem Mauerfall kehrten wir zurück in die alte Heimat. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten sagen, weshalb ich als Bäckerliesel Dresdens Bewerbung als Kulturhauptstadt unterstütze. Neue Heimat Dresden 2025, das Motto unserer Bewerbung, richtet sich nicht nur an Kulturbetriebe, Künstler und Kulturinteressierte. Dresden adressiert die gesamte Stadtgesellschaft, denn diese entwickelt unsere Zukunft. Wir Dresdner, egal ob hier geboren oder zugezogen, empfinden unsere Stadt als Kulturstadt. Jeder wird vom ersten Tag an mit dem kulturellen Erbe konfrontiert. Aber um Kulturhauptstadt Europas zu werden, reicht eben die Gegenwart und die Vergangenheit nicht aus. Die Stadt muss einen bedeutenden Beitrag für die Zukunft, insbesondere die Zukunft Europas, leisten. Warum aber also ausgerechnet Dresden? Warum die Stadt, in der der Umgang mit dem 13. Februar in jedem Jahr hochkocht? Warum die Stadt, die mit dem Bau einer Brücke den Welterbetitel der UNESCO verspielte? Warum die Stadt, in der eine Bewegung namens Pegida jeden Montag in die Straßen in Besitz genommen hat? Ganz zu schweigen von den letzten Wahlergebnissen. Die Antwort ist denkbar einfach. Gerade weil Dresden um die eigene Geschichte ringt, gerade weil sich hier soziale Spannungen auf der Straße entladen und gerade weil das friedliche Zusammenleben so zerbrechlich erscheint. All dies steht für Entwicklungen, die in ganz Europa zu beobachten sind, aber in Dresden in ganz besonderem Maße. Wir glauben, dass unsere Stadt exemplarisch für Europa stehen kann. Wir wollen Kulturhauptstadt werden, weil wir eine neue Kultur des Miteinanders brauchen. Eine Kultur, die derzeit wahrscheinlich an vielen Orten vonnöten ist. Der Titel ist also nicht nur das Ziel, sondern auch das Mittel zum Zweck. Neue Heimat Dresden 2025 soll eine Stadt sein, die offener, vielfältiger und innovativer ist. Eine Stadt, die Heimat werden kann für eine Vielzahl von Menschen unterschiedlichster Herkunft, die lernt, sich gesellschaftlichen Spannungen zu stellen und diese zu bearbeiten. Aber es geht auch insbesondere darum, dass Heimat nicht von einigen besetzt werden darf, sondern Heimat muss von allen gestaltet werden. Dresden ist nicht nur geografisch eine Stadt an der Schnittstelle zwischen Ost- und Westeuropa. In der Mentalität der Menschen spiegelt sich eine gewisse Zerrissenheit wider. Mit unseren Partnerstädten St. Petersburg und Coventry haben wir jetzt schon eine sehr enge Zusammenarbeit, denn wir begreifen Europa nicht nur als Europäische Union. Wir planen neue Heimat Dresden 2025 derzeit mit einem Etat von rund 70 Millionen Euro. Dieses Geld ist zur Hälfte für kuratierte Projekte, die andere Hälfte wollen wir ganz bewusst in die Hände der Bürgerschaft legen. In direkt gewählten Stadtteilparlamenten soll dieses Geld für Projekte der Kulturhauptstadt zur Verfügung stehen. Wir wollen erreichen, dass Menschen sich in die Kulturhauptstadt einbringen, die aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, aus unterschiedlichen sozialen Schichten oder verschiedenen Kulturen kommen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich stehe heute hier, weil ich ein Teil der alten Heimat lebe, aber auch ein Teil der neuen Heimat bin und weil ich überzeugt bin, dass unsere Stadt die notwendigen Impulse für der Kulturhauptstadt 2025 braucht. Kommen Sie nach Dresden, Sie sind herzlich eingeladen und lassen Sie uns 2025 nicht nur mein 200-jähriges Familienjubiläum feiern, sondern auch die Kulturhauptstadt. Vielen Dank.